Ja, da sind sie schon, die beiden Trainer. Zunächst hat das Wort der Trainer vom unterlegenen Team, Fabian. Fabian, deine Stimme zum Spiel. Allerherzlichsten Glückwunsch, verdient gewonnen. Wir müssen hier ganz hoch am eigenen Limit spielen. Schaffen das, also nur die wenigsten, das ist auch das Schwierige in dem Alter, wie du es gesagt hast, in den Drucksituationen jetzt da zu sein, das ist enorm schwer. Deshalb herzlichen Glückwunsch, da hat Buxte verdient gewonnen. Ja, vielen Dank, Fabian, das ist dein Applaus. Ja, herzlichen Glückwunsch an den Trainer des Buxte der SV, Dirk Leun. Dirk, was sagst du zu diesem Halbfinale? Wie hat es dir gefallen? Ja, zunächst mal danke für die tolle Unterstützung des Publikums. Das ist für die Mädels schon ein einmaliges Erlebnis, vor so vielen Zuschauern spielen zu dürfen. Dafür meinen Dank. Ich denke, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben, weil wir in der Breite einfach vielleicht ein bisschen stärker besetzt sind als Leipzig. Aber man hat, finde ich, auch gesehen, dass Leipzig einfach immer eine gute Nachwuchsarbeit macht, dass sie technisch hervorragend ausgebildete Spielerinnen haben. Und ich denke, dass bloß im Rückraum bei uns und auch die Kompaktheit der Deckung haben so ein bisschen für uns den Ausschlag gegeben. Lange Zeit war dieses Spiel schon fast auf Augenhöhe. Und ich bin natürlich glücklich, dass meine Mannschaft das Finale erreicht hat mit einer sehr konzentrierten Leistung über weite Strecken und freue mich auf ein interessantes und spannendes Finale morgen. Fabian, wie muss man sich das vorstellen? Diese Mannschaft, die spielt nicht jede Woche vor so viel Publikum, hat nicht jede Woche diesen Druck. Wie geht so eine Mannschaft wie die das HCL damit um? Naja, wir versuchen möglichst oft solche Drucksituationen zu schaffen über Jugend trainiert für Olympia oder wir haben auch zu Hause wirklich auch hier, Dankeschön, Unterstützung, aber das ist immer noch was Besonderes und das ist einfach ein Lernprozess, das ist enorm schwierig für die Kleinen. Du musst sie dort reinlassen, du musst hier auch jede Spielerin die Chance geben, Fehler zu machen. Das gehört dazu und bloß so werden sie auch besser. Ja, vielen Dank, Fabian. Dirk, es sind keine 24 Stunden mehr bis zum Finale. Wie verbringt ihr die Zeit bis dahin? Wie baut man die Spielerin wieder so auf, dass sie fit sind und wie verbringt ihr eure Zeit? Also in Gänze kann ich das über meine Spielerin zum Glück nicht sagen. Ich denke, die sind jetzt natürlich doppelt motiviert, morgen sich selbst zu belohnen mit einem Titel. Aber da steht noch mal harte 50 Minuten bevor, egal gegen welchen der beiden Gegner, die das zweite Halbfinale spielen. Und es gilt natürlich jetzt zu regenerieren, was Vernünftiges zu essen, viel zu trinken und ausreichend zu schlafen. Aber das ist eine Binsenweisheit, das wissen die selbst in dem Alter schon. Und ich denke, es wird jetzt notwendig sein, sich dann möglichst gut auf den Gegner morgen über ein Videostudium vorzubereiten, das nochmal kurz anzusprechen. Aber in erster Linie ist das in dem Alter so, das habe ich Ihnen auch vor dem Spiel gesagt, Sie sollen das zeigen, was Sie am besten können, in Ihre Stärken vertrauen und alles andere sieht man dann. Und im Sport ist es so, wenn der andere besser ist, dann gewinnt er auch verdient und das waren wir in dem Fall heute. Aber ich finde, hier sind, das werden Sie gleich sehen, alle Zuschauer, vier tolle Mannschaften. Und das, was hier abläuft, ist ja erst ein erster Schritt, ein erster Höhepunkt vielleicht in der Karriere vieler jungen Spielerinnen. Und deshalb glaube ich, ist das wirklich nur eine Zwischenstation. Und ich hoffe, viele von den Mädels, die wir hier heute und morgen sehen, sehen wir irgendwann mal in der Bundesliga oder mindestens in der zweiten Liga. Denn das ist das letzte Ziel von Talentförderung und darauf kommt es eigentlich an. Dann bleibt mir mich zu bedanken bei Fabian Kunze und bei Dirk Leun. Und wir freuen uns riesig auf das zweite Halbfinale um 17.30 Uhr zwischen Grün-Weiß-Schwerin und der HSG Bensheim-Auerbach. Vielen Dank.